Servus, grüß euch, jawohl. Heute Praxistest von meinem selber entwickelten Auf- und Abroller, Auf- und Abwickler von einem Wildschutzzaun. Also, habe ein Video gemacht zum Bau von dem Auf- und Abwickler. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung nochmal, aber hey, probieren wir aus. Im Feld draußen. Ja. Und zwar machen wir einen Wildschutzzaun um eine Wiederaufforstung um. Da machen wir eine Wiederaufforstung rein. Und heim probieren wir. Das ist eine Hanglage. Aber heim probieren wir den Abroller. Ab- und Aufroller. Aufwickler. Das weiß ich. Auf alle Fälle Hanglage total zugewuchert. Man hat schon ein bisschen ausgemacht, aber trotzdem Nestling drin. Also da müssen wir richtig. Das ist Hardcore. Test. Also das ist echt ein ganz schlimmer Test und wenn er den packt, dann ist er gewappnet für alles. Wir sind unterwegs, ich bin mit Johnny unterwegs und der Schaufel vorne dran und da vorne ist Mutterl mit dem Vatikanesel, vorne eine Gitterbox drauf und da haben wir unsere Pflockern drin und unseren Zoll drin und ich habe in meiner Schaufel vorne das ganze Equipment, was wir brauchen. Ich würde sagen, ich parke mal mein Hirsch und dann schauen wir weiter, wenn wir da weiter dienen. So, ich stehe jetzt am oberen Eck von unserer Wiederaufforstungsfläche. Da wollen wir einen Zaum machen am oberen Eck. Da haben wir schon ein bisschen angefangen, dass wir den Zaun dafür legen und stemmen mein Haar. Und jetzt machen wir da ein bisschen weiter. Und testen wir unseren Auf- und Abroller nur ein bisschen weiter. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen die Fläche ab, weil wir da verlegen müssen, was da für Schwierigkeiten sind. Die erste Schwierigkeit ist schon mal der obere Teil, weil da ist natürlich ein Hang und da hängt es obwärts. So, jetzt ist der Auf- und Abroller natürlich ziemlich seitenlastig, haben wir schon verlegt. Ohne Probleme. Nichts kopflastig, das Ding ist so fußlastig, dass der Kurs tut drüber über den Schwerpunkt fast drüber, dass er fast umfällt und der fällt immer noch nicht um. Also, das ist super, super stark. So, jetzt gehen wir die Fläche ein bisschen ab und dann schauen wir, was da noch für Schwierigkeiten drin sind. Da unten, ja, ihr seht es an meine Hände, ich bin schon getaped, weil durch das Einhauen, das bin ich nicht gewöhnt. Von den Pflockern. Die haben wir mit der Ramme ein, die zeige ich euch dann noch, wenn wir das machen. Aber das bin ich nicht gewinnen, habe ich Blut und kriegt ohne Ende. Jetzt haben wir mich schon getappt, dass ich da weiterzünden kann. Ja? Weiter muss gehen. So, also das ist die Fläche. Jetzt wenn man sich das anschaut, da unten ist der Feldrand und da steht der Vatikanesel. Also da kann man sich ungefähr ein bisschen ausmalen, was das für Fläche ist. Ungefähr 200 Meter Zau. Ja, ist schon ein kleines Fleckerl. Alles Hanglage. Der Herr Rummert, also im oberen Tal, der ist immer ein Schatten und im unteren Tal ist immer eine Sonne eigentlich. Aber das kommt in einem nächsten Video, wenn wir Buschen reinhauen, was da für Buschen reinkommen. Da ist schon mal ein Feuchterner. Da haben noch ein paar Feuchterler drin, die haben schon mal angepflanzt worden. Die wir auch einzählen. Den nehmen wir mit. Aber die Anpflanzfläche, die geht dann da los. Ja, die geht dann da los, da haben wir so Pflöckchen gehauen und die zeigen sie obwärts. Also da ist ein Pflocker, da ist da drinnen nur ein Pflocker. Und dann ist unten nochmal einer. Und das rechts, das ist ein paar Feuchterler, sind auch schon ein bisschen älter. Und die links davon, das wird die Anpflanzfläche, die Förderfläche. Ja, was wir da anpflanzen, kommt alles nur in ein extra Video. Heute geht es nur ums Zaun. Machen. So, dann haben wir den Führer, den haben wir schon ausgemacht, aber trotzdem ist sehr bugelig. Ja, aber Auf- und Abroller super hingehauen, keine Probleme. Haben wir 6 auf 6 Stempel gehauen, schön gespitzt. Und da haben wir das Eck gemacht, wenn man es kennt, mit 8 auf 8. Ja, haben wir ein bisschen Stücke genommen, so eine Kerven rein, eine Schrauben durch, das ist bombenfest, das ist halt brutal. So, und den Zaun gespannt, da ist wieder ein Pflucker, da ist die Förderfläche, geht abwärts und da haben wir halt den Zaun außen
und mitmacht, dass wir da sauber drinnen sind. Ansonsten ist da sehr, geht es sehr abwärts, und da ist der Grenzstor drin, geht es sehr abwärts, das ist ziemlich gefällig da. Da haben wir einen Stock, da habe ich ein bisschen ausgeschnitten, dass man da sauber herverlegen kann, sieht man da, dass wir da schön vorbeikommen. Und da geht es dann oberwärts. Wenn wir nochmal zurückschauen, das wird dann alles noch entmäht fürs Pflanzen natürlich, aber als allererstes einmal der Zaun dran zum Verlegen. So. Da haben wir wieder einen Pflucker. Im Prinzip ist das der obere Doll von der Förderfläche und der untere Doll. Das ist aufgeteilt. Warum? Kommt nur alles in ein extra Video. So, und da haben wir unsere Stempelleika, 6x6er, Kiefern. Die halten ewig. Und drei durch. So. Dann gehen wir einmal da oben. Da ist überall ein Stick drin. Wenn wir meinen, das schneiden wir nur ein bisschen eben, aber das haben wir nicht mehr, wenn wir ein bisschen lassen gegangen sind. Dann haben wir schon über die Stick vorbeikommen. So, jetzt sieht man es von hier unten ein bisschen, die Fläche. Die geht da oben rauf. Und da oben entlang und dann da wieder oben. Und da hier unten ist dann das Feld. Und da ziehen wir dann sozusagen den Zaun richtig schön um. Haben wieder schön ins Eck gemacht. Und da vorne steht schon der Vatikanesel und dort schon die. Da ziehen wir den Zaun um. Ja, das war die Fläche. Spitzen sind wichtig. Also macht eine gescheite Spitze, wie da, oder? Und das ist wichtig, weil umso besser, dass das gespitzt ist, umso stabiler der ist, umso leichter geht er im Boden rein. So, das Mutterl hat schon ausgelegt. Alle 4 Meter kommt ein 6x6 rein. Wunderbar. Jawohl. Das Ding ist Gold wert. Habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Brutal. Haben wir auch niedergeschnitten. Und da geht's weiter drum. Bergsteiger. Oh. Ja, mal ein bisschen. Link ist in der Videobeschreibung.
Mittlerweile ist der Zaun schon verlegt und heute ist irgendwie der Wurm drin. Also heute passt es irgendwie überhaupt nicht. Also ungefähr 8 Stunden haben wir gebraucht. 8 Stunden für den Zaun, Stempel hauen, Zaun verlegen, festmachen an die Stempel, feinarbeiten. 8 Stunden. Und jetzt, heint, wo man denkt, mache ich nur ein Stil. Ein Tor. Ja, das hast du schnell, die 2 Stunden. Ja, bin in der Früh angefangen. Oder sagen wir mal, naja, nicht ganz in der Früh, aber trotzdem. Und jetzt ist es auf 8 um 5. Ja. Und jetzt bin ich fertig. Ja, jetzt habe ich es runtergefahren. Ja, schaut es euch an. Den Scheißdreck! Scheiße! Also ich bin überhaupt nicht zufrieden. Schaut einfach scheiße aus. Ja, schaut scheiße aus. Aus, Amen. Mehr gibt es dazu nicht zum Sagen. Habe ich schön euch genommen, das schön herhält, und man denkt, da machst du ein richtig schönes Tor. Das ist noch das grande Finale, das hat mir richtig Spaß gemacht, ein schönes Tor gemacht jetzt da. Ja, da ist irgendwie mit so einem, habe ich mir gedacht, mit Holz, komplett Holz, ja, habe ich super was im Kopf gehabt, ja, dann haben wir wieder Dreirin laut irgendwie und dann habe ich da mit dem Zaungeflecht oder was gemacht, da drinnen und U-Hackel festgemacht. Und jetzt schaut es euch, wie die Scheiße ausschaut, die schaut einfach beschissen aus. Mir taugt es überhaupt nicht. Und da habe ich auch noch 5 Stunden oder 6 Stunden gebraucht für das Dirl. Ein paar Dinge zusammenschrauben. Also, ja, irgendwie läuft es halt nicht. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht richtig. Wie habe ich euch ein verschnien in der Länge? So hat der ganze Scheißdreck angefangen. Also, ich sag's wie es ist, weil es nichts hilft. Also, hat so gut hingehauen. Alles. Und jetzt ist natürlich, ist mir jetzt nicht verkundet, dass das Dirl sauber wird. Schaut es euch an, wollte ich jetzt da nur so Els machen, dass ich das dann so einhängen kann. Dann bin ich so ausgerastet und habe einen Akkuschrauber hinten geschnalzt. Da jetzt ist der Bit auch irgendwo im Nirvana verschwunden. Jetzt kann ich nicht einmal mehr das hinschrauben, die Els zum Hinhängen von dem. Also manchmal denke ich mir echt, manchmal funktioniert es überhaupt nicht und manche Tage dann flutscht es, weil. Meinst du, das kann so gar nicht sein, wie Zauberei. Das regt mich gescheit auf, das Tor. Schaut es euch an, das ist doch scheiße. Schaut doch beschissen aus. Naja. Also wie gesagt, der Zaun ist fertig. Ja, Stempel haben wir nicht mit einem Schlägel gekauft. Weil das ein Krampf ist, mit einem Schlägel da umeinander hauen. Dann musst du auf eine Staffelei aufstellen oder auf eine Bierkistel und dann musst du von oben da mit dem Schlägel umeinander hauen. Dann haust du tausendmal einen Finger drauf und am Ende des Tages hast du 5 Stempel mehr gehauen. Weil alle aber reden, da brauchst du unbedingt oben eine Phasen. Einen Scheißdreck brauchst du, gar nichts. Mit einer Ramme geht das verloren. Kauft euch so eine Ramme, die kostet kein Geld nicht. Und der kostet stimmt mein Haar, damit es zu zweit halt auch. Ja, beim Pflucker mit einem Feistling muss ich auch zu zweit sein. Wo einer mal im Pflucker halt und dann einmal oben draufhauen mit dem Schlägel. Und da, wenn du zu zweit seid, so einen linken und einen an rechten Griff hin und schreit alle Droschen, der geht rein wie Butter. Kauft euch eine Ramme. Ich hab's euch in der Videobeschreibung verlinkt, die wo ich habe. Die ist pfennig gut. Die taugt. Die geht. Ja, alles eingehauen. Wunderbar. Und du brauchst da keine Phasen umhin machen am Pflucker. Das ist ein brutaler Vorteil, weil du sonst musst, bis dass du hinfummelst. Du weißt, wie viel Zeit du da brauchst. Eine gescheite Spitze ist wichtig. Ja,
eine gescheite Spitz ist wichtig. Eine zentrische Spitz, eine lange Spitz, dann geht der rein wie von selber. Wenn ihr da nichts Gescheites drauf habt, das haut nicht hin. Also da lieber mehr Zeit investieren. Die Ecke, habt ihr schon gesehen, die haben wir da so gemacht, ganz primitiv. Also einen eingehaut, dann hat da so eine Kerven geschnitzt mit der Motorsäge und dann da einen drauf. Und mit einer Schraube, einer 14er Schraube oder 140er Schraube halt einfach eingetunnelt. So, das halt wie die Sau, wenn du hindrückst, da berührt sich gar nichts. Das ist, das taugt. Dann soll ich unten auch ein bisschen eingehauen. Und dann habe ich da nur ans Eck, weil es da ein bisschen umschlankelt, nur so Bodenanker rein. Die sind eigentlich auch ganz einfach. Einfach gespitzt, ganz einfach an der Kapsel gespitzt und einen Schlitz eingeschnitten. Da kann man in den Draht rein da. Da kann man dann in den Draht einschlüpfen lassen und dann einfach einhauen. Und dann sieht man da, dann ist das auch fest. Weil muss man schauen, dass unten so ist, sonst schläft der Hose unten durch. Und dann hast du den Hose drin. Ja. Ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, in den Zaun immer rausstülpen, also immer rausgestülpt lassen, so wie er jetzt da ist. Ich habe jetzt da so 5 so Glieder, 1, 2, 3, 4, 5 ungefähr, so rausgestülpt lassen. Es ist wichtig, weil dann kommt was schwer rein, aber falls einmal irgendwas reinkommt, kommt es leicht wieder raus. Weil raus kommt es leichter durch die Biegung nach außen und rein kommt es schwerer. Also es ist nur ein Sofa legen, das ist das Beste. Und noch Teichen passt sowieso noch, da springt nichts drüber. Haben wir noch ein paar so Schnäutlinge jetzt draufgelegt, oder, dass da alle nicht gedrückt werden, da geht es dann so auf. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Weil da, das ist meistens eine Schwachstelle dann, da, dass da eine arbeiten, aber da habe ich jetzt schon gescheit was her, dass da nichts fällt. Ja. Ich habe jetzt mir mit mehr Arbeit vorgestellt, dass das mehr Arbeit ist, die Einzäunung da. Aber wir haben es, wie gesagt, relativ schnell hingebracht und jetzt das Tor hat mir jetzt den letzten Nerv gekostet, das sage ich. Also das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe mir gemeint, dass wir da schon früher aufgeben, mit den Stempeln hauen und so weiter. Aber das Tor war jetzt eigentlich, das hat mich, das regt mich jetzt gescheit auf. Ja. Das Leben geht weiter. Muss man einfach das Gute drin sehen. Ich habe einen Abroller gebaut, der hat brutal gut funktioniert. Ja, der kostet mal auf 8 Stunden 200 Meter Zaufer legen. Zu zweiter. Funktioniert. Zu dritter, weil die Uhacke hat noch meine Frau eingehaut. Das ist eine Arbeit, die kann ein ganz Bibel oder die Frau kann's machen. Ist doch wunderbar. Und zack, ist das fertig. Wenn man zusammenhilft, geht was. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder ein bisschen weiterhelfen habe können. Als nächster geht es natürlich wieder mit der Fläche weiter. Ja. Ausmachen, muss ausgemacht werden, aber das werde ich nicht filmen. Aber ich werde auf alle Fälle das Pflanzen filmen, wenn wir da eine Wiederaufforstung machen mit ganz speziellen Pflanzen. Das sage ich aber in einem von den nächsten Videos. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Jawohl, und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle mal, bewertet es positiv und ganz wichtig, ich bitte euch recht schön, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal, weil wenn das nächste Mal ein Video kommt, wird es automatisch benachrichtigt. Vielen Dank, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, habt ihr Servus.